Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder auf dem Turnier und ich habe mir gedacht, ich nehme euch erstmal mit. Wenn wir auf dem Turnier sind, weil zu Hause, das kennt man ja jetzt auch schon, was wir da alles so machen. Auf jeden Fall reite ich heute eine Dressur, eine Art Dressur. Haha, das wird bestimmt witzig werden. Und eigentlich hätte ich zwei gehabt, aber es sind so viele Nennungen. Da ist die erste Prüfung jetzt um 10 und wir waren um kurz nach 9 schon da. Und die zweite fängt erst um 14 Uhr an, da bin ich viel später dran und ich lasse den jetzt keine 4 Stunden oder so auf dem Hänger stehen. Heute Mittag soll es ja auch wieder ein bisschen wärmer werden, deshalb lasse ich die zweite Prüfung ausfallen und hoffe, dass er sich ein bisschen benimmt. Irgendwie schmeckt ihm das Blasse das Heu heute so gut. Normalerweise frisst er nie einen halben Liter Heusack leer auf der Fahrt. Aber scheint zu schmecken. Espresso? Guck mal. Mutti, was hast du zu sagen heute? Oh, ich bin todmüde. Das war mir heute ein bisschen zu früh. Und was sagst du zu unserer genannten Prüfung heute? Lassen wir uns überraschen. Spät zum Frühstück, weil keine Käsebrötchen mehr da sind. Ja, die Leute haben wohl zu viel Hunger, aber es ist auch schon echt viel los für die Uhrzeit. Was hat denn der jetzt? Also, mein kleines Feedback jetzt zum Ritt. Er war beim Abreiten auf dem Gras, also auf der Koppel. Da war er am Anfang richtig locker und motiviert. Und dann hat er die Pferde springen gesehen auf dem Abreitplatz daneben. Und dann ist er nur noch gestiegen. Ich glaube, weil er auch springen wollte und war voll aufgeregt. Und dann war es halt voll schwer, den wieder locker und durchlässig zu kriegen. Und es ging dann. Aber im Vorbereitungsviereck war dann auch richtig spannig. Und ich habe gedacht, er läuft mir hier keine Runde, ohne zu explodieren. In der Prüfung, da war es okay. Er hat alles in Anführungszeichen lieb gemacht. Ich war schon mal froh, dass er auch so rumgelaufen ist, nicht gebockt hat, nicht explodiert ist und nicht so völlige Aussetzer hatte. Klar, die Übergänge waren nicht so durchlässig und so, aber... Also. Macht die Mama nass. Genau, hält der Eimer fest. Nö. Ja. Nö. Warum? Mein Pferd verweigert das Ding. Denk dran. Nein. So, Esel futtert jetzt noch ein bisschen. Wir holen noch das Protokoll ab. Da stehen bestimmt nur
schlechte Sachen drin. Naja, egal. Oh, ich habe ihn noch gar nicht angebunden. Mensch, Espresso, ich habe vergessen, dich anzubinden. Mensch, sowas. Die lassen deinen Hänger, würde ich sagen, für nächste Woche. Okay. 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 Du hast mit meinen Stiefeln gemacht, dann hast du die da einfach so unliebevoll auf den Boden geschmissen. Die sind umgefallen. Die sind einem noch umgefallen, sie sind nicht gemacht. Sollte ich schon ein Geheimnis erzählen? Wollt ihr mal? Und wenn ihr ein Geheimnis hören wollt, dann erzähle ich euch das nächste Mal ein Geheimnis. Okay, komm. Soll ich eigentlich mal ein Spindvideo für euch machen von meinen Schränken? Wenn ich sie noch ein bisschen besser aufgeräumt habe. Na Schnucki, jetzt ist die Mittagspause vorbei, jetzt kannst du wieder raus, gell? Hast du in Ruhe gegessen? Wie ein Profi macht die Mama das. Ja, passt, perfekto. Ja. Das ist eigentlich cool, wird das früher auch mal gemacht, wenn man hier so im Kofferraum sitzen geblieben ist, während man irgendwo hingefahren ist. Also jetzt nicht auf der Autobahn oder so, aber im Stall. Aber eigentlich ist es voll cool, da hat man nämlich so richtig schönen Fahrtwind. So ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Heimweg, also ganz auf dem Heimweg. Ja, was soll ich sagen zum Turnier? Espresso war einfach mal wieder Espresso. Läuft manchmal bei uns, manchmal nicht. Ja, das war es auf jeden Fall schon wieder mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es halt nicht so gut gelaufen ist. Aber naja, Übung macht den Meister. Und bis zum nächsten Video. Die Mutti ist halt nicht so gesprächig, deshalb erzählt sie nicht so viel. Ich bin müde. Müde. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.